Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Lego Herr der Ringe, wo wir hier stehen und jetzt auf den Pass vom Karadras gehen und gucken, was dort passieren wird. Ob uns der Schnee in die Knie zwingt. Das Bild ist auch immer dasselbe. Ich frage mich, ob es nachher nochmal ändert. Weil ich das mit den Thumbnail habt ihr vielleicht gesehen, wollte ich das so machen, dass dann immer, wenn das Bild sich ändert, wir müssen über den Pass vom Karadras. Ich das auch ändere. Gib Frodo den Ring zurück. Mir ist es gleich. Sehr schön gemacht. So, und jetzt sind wir hier oben auf dem Karadras und müssen... Ich kann nicht schlagen. Doch, jetzt kann ich schlagen. Doch die Münzen aufsammeln, weil jetzt haben wir ja oben wieder eine Anzeige. Und der möchten wir natürlich gerecht werden. Und da hat mir schon mal jemand ein bisschen was geflüstert, nämlich, wie ihr vielleicht aus dem Film kennt. Aha, kann Lego das hier drüber gehen. Aber ich kann mir dann die Steine da nicht holen. Achso, das geht gar nicht. Also kann ich dir mal den... zusammen? Kann ich dem jetzt irgendwie raushelfen? Ja. Okay, das heißt, man muss irgendwas machen, um darüber zu kommen erstmal. Gucken wir mal hier drüben. Da brauche ich aber Gimli. Das heißt, ich muss wahrscheinlich einfach mit... irgendjemand anders, der nicht, okay, auch der hat Probleme. Das heißt, nur ein Legolas kann hier rüber, oder wie? Hallo? Dankeschön! Also ich muss sagen, das Problem hier dran ist weniger das Nicht-Können von mir, sondern einfach die Unfähigkeit meiner Mitcharaktere. Ist ja richtig nervig. So, was können wir jetzt hier machen? Das vor. Cool. Und wo landen wir dann? Da drunter, okay. Und wenn wir jetzt hier so... Nein, ja. Genau das wollte ich. Vier und dann drei, aha. So soll das funktionieren. Das ist doch schön. Gefällt mir aber. Und wie mache ich das jetzt? Wieder mit... Reichen kann er sich von einem großen Charakter werfen lassen, aha. Sehr cool. Ich muss sagen, die Entwickler haben auf jeden Fall Fantasie. Erstmal... Hallo? Hätte auch schlagen können. Das war ein Bauarbeiter. Und davon gibt es anscheinend 5 Stück. Die wir dann natürlich auch noch finden müssen. Und wir gehen mal weiter. Der Rest könnte eigentlich auch... nachkommen jetzt. Ah, da brauche ich wieder Gimli. Lalalala. Mit Gimli springen kann ich aber nicht, ne. Und wieder hier. Ich finde es cool, dass sie auch hier auch ähnlich kämpft wie im Spiel, im Film. Das bringt nichts. Da habe ich irgendwie eine Fahne gefunden. 1 von 4 gibt es da auch. Damit kann ich nichts machen.
Da hoch kann ich auch nicht. Gucken wir mal, wo wir jetzt landen. Wahrscheinlich wieder irgendwie unten drunter, damit wir... Genau, damit wir das wieder wegmachen können. Und da liegt... Okay, nur eine Werkzeugkiste. Und... Wieder einmal machen wir den Weg frei. Hey, Versicherung hier. Wir machen den Weg frei, oder? So. Kommt Gimli da eigentlich jetzt wieder raus? Ja, kommt er. Ah, jetzt brauchen wir doch schon wieder, nämlich... Sehr schön. Jetzt hast du 2. Achso. Wir haben wieder ein Lego-Puzzle gefunden. Womit wir uns eine Treppe basteln. Sehr geil. Kann man hier rechts... Man kann hier runter, aber man kann... Es bringt einem nichts. Das ist schon mal gut zu wissen. So, hier auch wieder... Ein erschlagener. Hallo? Fette Sache. Ich glaube, jetzt müssen wir da unten lang. Minskins. Meins? Boah, das war knapp. Ich hoffe, die anderen fallen nicht runter. Weil, wie wir eben gesehen haben, schaffen die manchmal Sachen nicht unbedingt. Mit Gimli zu spielen macht Spaß. Ich habe bisher echt die coolsten Fähigkeiten so mit dem Zerschlagen. Wobei ich denke mal, wenn wir nachher unter dem Berg kommen, nach Moria, wird es mit Gandalf auch nochmal wieder interessanter. Jetzt brauchen wir wieder Legolas. 1. Kann ich eigentlich ausprobieren. Ja, der zielt von alleine. Das ist natürlich gut. Hätte ich gar nicht so genau zielen müssen. Auch die brauchen auch so lange. Das dauert ja dann ewig, bis wir alle da sind. Und ich will noch nach da oben. Ich hoffe, da kommen wir auf jeden Fall rein. So. Hast du 2? Achso. Ja. Ja, Feuerholz. Ich frage mich, wann in diesem Spiel hier Aragorn sein Schwertchen bekommt. Was ist das denn? Achso, da kann man dann, wenn man dann, später im freien Spiel ist und noch mehr Leute freigeschaltet hat, kann man die dann da auswählen wahrscheinlich. Hallo? Ist auch noch so einer, die wir finden müssen. Ja, 2 von 5. Das können wir nicht kaputt machen. Das können wir kaputt machen. Da ist auch wieder ein Stück Feuerholz. Und hier vorne, denke ich mal, die Kiste ist in das letzte Feuerholz. Ja. So. Jetzt muss ich wieder zusammenwechseln. Und ein Feuerchen machen. Eigentlich merke ich, dass nur Sam Feuer machen kann. Zum Beispiel Gandalf sollte das ja eigentlich auch irgendwie schaffen. Ja. Genau das hatte ich erwartet, dass wir... ein Feuer anmachen, was uns eine Ballistenkanone. Ich hab Angst. Und natürlich direkt wieder kaputt. Also, die sind echt, gehen mit ihren Sachen unglaublich gut um. Huh. Kann von Seilen aus nach oben springen. Aber schön. Kann der auch irgendwie da vorne was machen, dass die anderen auch hochkommen? Also hier brauche ich auf jeden Fall Gimli. Das steht ja fest. Da ist noch einer unserer versteckten Freunde. Schon 3. Ah, wie soll man hier... Also wir sind jetzt schon bei 11.000 und haben immer noch nicht die erreichten... Ja. Lilos kann Pfeile in Pfeilschlitze schießen. Nicht. Okay, man muss hier alles selbst zielen. Was auch immer das genau bringt. Legolas kann mit 4 an Pfeilstangen springen. Aha. Sehr cool gemacht.
das gefällt mir echt. Hier können wir wieder ein bisschen kaputt machen. Aber wir sind jetzt gerade mal, wie gesagt, jetzt 15.000 Punkte und haben da mal 3 von den Teilen. Das wird spannend. Entweder ist das Level noch sehr lange. Oder wir schaffen das nicht. Und ein Seil, was runtergefahren kommt. Damit unsere Freunde nach oben kommen. Weil wir brauchen ja auf jeden Fall Gimli auf der anderen Seite. Da auch. Aber erstmal muss ich gucken, wie kriege ich Gimli denn darüber? Wahrscheinlich werfen. Kommt der... Ja, war ja klar. Als letztes. Halt, 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 halt. Ja. Warum kann ich den Gandalf zuwerfen? Mich darüber. Das klappt ja wahrscheinlich nicht, oder? Ah, doch! Nur Legolas ist anscheinend der Einzige, der weiterkommt. Okay, das wollte ich nicht. Mit dem komme ich nur bis da drüben hin. Hm. Wie komme ich da drüben hin? Weil da oben dran kann ich ja auch nicht. Okay, lassen wir es erstmal. Legolas, ich brauch dich. Ja, genau auf ihn drauf. Genau so muss das sein. Hier haben wir wieder irgendwelche Kristalle, einen unserer Freunde und eine der Fahnen. Die uns, keine Ahnung, irgendwas bringen. Wir werden es hoffentlich noch erfahren. Erfahren! Ich weiß, der war äußerst schlecht. Hier, das kann Legolas selbst machen? Oder sehe ich das falsch? Hier ist ein Kristall. Den wir wahrscheinlich so nicht kaputt kriegen. Aber wir können ja hier durch. Der kann nicht dadurch. Dann wieder zurück und Gimli holen. Komm schon, Junge. Wir brauchen dich. Hast du das auch bisher immer so schön gemacht? Nein. So. Also mit diesen Wechseln, wie das genau funktioniert, habe ich noch nicht ganz verstanden. Also wenigstens wäre es immer reihum umgehen würde, aber irgendwie auch nicht. Das klingt sehr nach Saruman, der seine Zauberformel spricht. Es sind grausame Stimmen in der Luft. Was bauen wir uns hier jetzt? Wieder ein Feuerchen, was dann wieder schmelzen kann? Ja, scheint so. Vielleicht können wir auch Feuer machen? Nee. Brauche ich Sam für. Sam! Was machst du da an dem Seil? Die anderen sind plötzlich alle oben, okay. Und wieder Feuerchen machen. Das Eis schmilzt und wir können unseres Weges gehen, oder auch nicht. Das ist Saruman! Er versucht den Berg zum Einsturz zu bringen! Au. Vielleicht soll ich das mit Frodo machen. Der hält vielleicht was mehr aus, weil er ja unser... Das bringt gar nichts. Wer kann das denn zerstören? Gimli vielleicht? Nein. Gandalf vielleicht? Hm. Auch nichts. Vielleicht mit Aragorn. Auch nicht. Okay. Dann ist ja gut, Gimli. Das heißt, wir müssen alle da jetzt rüberspringen. Und voll daneben.
Ich glaube, wir haben unseren Freund gefunden hier. Okay, der zählte wohl nicht. Ich brauche einmal Legolas. Ah, der ist doch hier hinten, wieder. Der Trödler. Kannst du wieder sehen hier. Es kann natürlich sein, dass die Mission noch unterirdisch weitergeht dann nachher. Das ist deswegen. Uns noch so viele Münzen fehlen. Nicht deine Leute abschießen. Den auch nicht. Da oben kannst du. Ja, das war falsch. Da kannst du den schießen. Oder nicht? Dann nicht. Dann versuchen wir was anderes, nämlich. Was müssen wir hiermit nochmal machen? Brauche ich dafür Sam? Ich bin mir gerade nicht sicher. Probieren wir es einfach mal aus. Legolas. So. Einmal über den Schnee. Und hier bitte absetzen. Ja. Was gräbt der da aus? Ach, er baut uns. Wir basteln uns wieder irgendwas Tolles zusammen. Ach, durch die Höhle allein konnten wir nicht gehen. Wir mussten erst da so einen Tunnel drauf machen. Das ist aber schön. Aber was sich hinter diesem Tunnel verbirgt, das, meine Freunde, sehen wir in der nächsten Folge, wenn wir hier auf dem Karanras weitergehen und hoffentlich irgendwie überleben werden gegen die Stimmen von Saruman. Also, bis dahin, macht's gut.